Ja, Luca, am Wochenende geht es gegen den SC Paderborn. Deine Bilanz ist ausgeglichen. 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Was stimmt dich positiv, dass wir die Bilanz ins Positive ziehen? Von der Bilanz wusste ich erstmal gar nichts. Interessiert mich auch nicht so groß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind alles Spiele, die mit dem Spiel am Samstag einfach nicht mehr viel zu tun haben. Ich denke, wir haben einige Sachen, die wir besser machen können im Vergleich zur letzten Woche. Das sind immer die Sachen, an denen ich oder wir uns orientieren. Und da wollen wir auf jeden Fall Sachen besser machen. Und ich denke, Paderborn ist direkt ein Spiel, wo man auch gefordert wird. Und da kann man dann auch auf jeden Fall Sachen verändern und besser machen. Was können wir denn verbessern? Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen? Worum habt ihr euch in dieser Woche gekümmert? Ja, also ich denke allgemein, wir müssen noch mehr für den anderen einfach da sein. Also auch uns vielleicht 1-2 Mal besser absichern, was uns jetzt in Rostock leider 1-2 Mal passiert ist, dass wir uns nicht perfekt abgesichert hatten. Da müssen wir noch mehr auch für den anderen noch mal mitdenken und auch einfach den Rücken von unserem Mitspieler haben. Ansonsten auch allgemein die Zweikampfhärte, da können wir auf jeden Fall auch noch mal eine Schippe drauflegen. Ansonsten werden wir bestimmt wieder top eingestellt sein und auf den Gegner vorbereitet sein. Paderborn ist ja aktuell oben gut mit dabei, zuletzt eindrucksvoll 7-2 gegen Kiel gewonnen. Was kommt da für ein Gegner, wie schätzt du sie ein? Tja, man muss sagen, die haben offensiv auf jeden Fall eine Menge Qualität. Die haben nicht umsonst so viele Tore geschossen. Aber vielleicht ist gerade das richtige Spiel, was jetzt kommt, wo wir zeigen können, dass wir dagegenhalten können, auch gegen so eine Offensivpower, dass wir uns dagegen sträuben können und alle zusammen uns reinschmeißen können, damit wir das eigene Tor beschützen und verteidigen. Bei Paderborn verteilen sich die Torschützen auf mehrere Spieler, auch wenn Felix Platte mit 6 Toren ein bisschen heraussticht. Wie bereitet man sich da am besten vor? Ist das schwieriger in der Analyse auch, wenn die schon viele Torschützen haben? Ja, also ich glaube allgemein, dass sie sehr flexibel vorne agieren, dass sie viele Spieler haben, die halt auch diesen Zug zum Tor haben. Da kannst du dich nicht auf 1 oder 2 Spieler fokussieren und denken, wenn du die aus dem Spiel nimmst, dann wird da kein Tor fallen. Das ist einfach nicht der Fall gegen Paderborn. Deswegen muss jeder Spieler zu jeder Zeit wach sein und wie gesagt, auch den Rücken des anderen auch irgendwo decken und einfach untereinander, dass wir uns noch ein bisschen mehr unterstützen. Ja, also ich glaube grundsätzlich an der Laufleistung ist, wie wir bei den Daten gesehen haben, nicht gelegen beim Spiel. Die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt. Aber wir müssen auf jeden Fall einfach bei den Grundtugenden anfangen, den Zweikampfverhalten, sich einfach nicht so leicht einfach die Zweikämpfe besser angehen. Und ich glaube, wenn wir anders ins Spiel gehen, dann wird das auf jeden Fall schon helfen. Jetzt haben wir wieder ein Heimspiel, dein erstes Spiel am Millerntor haben wir 3-0 gewonnen gegen Magdeburg. Nun kommt der Tabellenerste. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, also wir erwarten auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Genaueren Matchplan werden wir sich auf jeden Fall noch anschauen und genau den Gegner analysieren. Aber ja, wir erwarten einen richtig geilen Kampf. Du hast gesagt, ihr schaut euch den Gegner nochmal genauer an. Was ich aber schon verraten kann, ist, dass Paderborn in 5 Spielen 18 Tore erzielt hat. Also eine richtig gute Offensive, richtig viel Arbeit wird da auf euch in Abwehr zukommen. Worauf müsst ihr da besonders Acht geben? Ja, also wir müssen einfach als Mannschaft besser verteidigen. Das fängt halt schon ganz vorne an bis ganz nach hinten. Ich glaube, wenn jeder jetzt noch ein paar Schippen drauflegt, dann werden wir da auf jeden Fall einen guten Kampf abliefern. Und ja. Was können die Fans am Samstag erwarten? Ja, eine Mannschaft, die sich komplett reinhaut, alles gibt, um das Spiel zu gewinnen. Wir freuen uns schon richtig auf die Fans wieder und freuen uns auf einen guten Kampf. Alles klar, danke.